Guten Morgen und willkommen beim Bierdorfer Podcast. Heute ist Donnerstag, der 14.12. Der Bierdorfer Podcast findet derzeit äußerst unregelmäßiger statt. Ich schaue, dass ich so auf einmal im Monat komme. Und ich bin der Horst Jens. In diesem Podcast sprechen aber auch andere Leute, der Dennis und der Harald und der Karl-Heinz Grube. Allerdings sprechen wir nicht zusammen, sondern es sind mehrere Einzelaufnahmen zusammengepanscht oder zusammengeschnitten. Ich möchte mich bei meinen verbliebenen Sponsoren bedanken und jetzt erzähle ich einfach, was sich getan hat. Tech News, Dominions 5 ist erschienen. Das ist ein Spiel, das heißt Dominions, das ist der fünfte Teil. Und es ist ein Strategiespiel, wo es darum geht, dass man eine Art Pseudogott kreiert und der hat Provinzen, hebt da Armeen aus. Diese Armeen kämpfen dann miteinander und es ist ein bisschen Ressourcenmanagement dabei. Man hat individuelle Kommandanten, die man ausrüsten kann. Man kann magische Gegenstände erschaffen. Und am Schluss geht es halt darum, ob man die Weltherrschaft erringt oder andere Siegbedingungen erfüllt. Das Ganze wird von zwei schwedischen Programmierern erstellt. Der eine ist sehr interessiert an Religion und Mythen, also geschichtlich. Das heißt, alle diese Nationen, die man spielen kann, sind inspiriert von echten Nationen, wie zum Beispiel Indien oder das Römische Reich, und haben halt auch deren ihre Helden und Mythen und Göttergestalten. Das ist ein sehr gutes Spiel, wird mit jeder Inkarnation ein bisschen besser. Man bekommt es auf Steam, ich glaube, derzeit um die 30 Euro. Die Vorgängerspiele sind jetzt extrem billig zu haben auf Steam, aber zahlen sich eigentlich nicht aus, weil das Neue halt gewisse Verbesserungen hat. Zum Beispiel können jetzt Truppen über mehrere Turns wohin fahren, also das Micromanagement wurde etwas reduziert und es gibt ein besseres System für das sogenannte Blessing, also dass man Spezialeigenschaft für heilige Elite-Truppen kaufen kann. Ja, also das ist ein Spiel, das ich leider noch nicht genug gespielt habe. Ich hatte noch nicht wirklich Zeit, tief reinzutauchen, sind auch schon die ersten Patches draußen. Aber ich habe schon so viel reingeschaut, dass ich es herzlich empfehlen kann. Dominions 5. Okay, was ist noch passiert? Ich war auf der Roboxotica und nicht nur ich, sondern es waren auch der Dennis und der Karl-Heinz Grube dort. Roboxotica hat 4 Tage gedauert, drei Nächte. Im November war das. Und wir haben Aufnahmen gemacht. Ich war ein bisschen zu faul, um dort Interviews zu führen mit den einzelnen Attraktionen, also den einzelnen Trinkrobotern. Deshalb beschreibe ich es jetzt nur hier in Kürze. Es waren viele dabei, die schon letztes Jahr da waren, zum Beispiel der Kaiserspritzer. Das ist so ein, wie soll man sagen, eine Installation. Er besteht aus einem riesigen Plastikkübel und drinnen sind eine Weinflasche und ein Holundersirupsaft. Und mit einem kleinen Raspberry Pi oder Arduino werden die dann zusammengemischt. Man bekommt einen Kaiserspritzer, also eine süße Mischung mit Weißwein und Saft und Mineralwasser, und dazu wird ein Walzer gespielt. Das ist ein ganz nettes kleines Ding. Es gab auch andere, provokativere Installationen, zum Beispiel einen, der heißt, glaube ich, Prostate Hero. Es gibt Videos und Aufnahmen dazu. Auf jeden Fall war da ein riesiger Latex-Hintern. Und man hat so einen Gummihandschuh bekommen und in diesen Hintern hineingreifen müssen, drinnen Knöpfe drücken, wie bei so einem Dance Dance Revolution Spiel, um dann eben aus einem anderen Latex-Körperteil einen Drink zapfen zu können. Es gab Fahrräder, die am Stand gefahren sind, auf so Rollen. Und wenn man mit denen gefahren ist, wurde die Musik lauter, mit der die Anlage beschallt ist. Was gab es noch? Es gab so ein Sauf-Velo, hat das geheißen. Das war so eine Art, schwer zu beschreiben, so ein Hocker, der auf einer Achse montiert war. Also er konnte sich um 360 Grad drehen. Und unten war von einem Fahrrad, so eine Fahrradpedale. Das heißt, man hat sich da drauf gesetzt, in die Pedale getreten. Und je schneller man getreten hat, desto schneller ist man um die eigene Achse gedreht. Und der Effekt war halt, dass man dann dasselbe Gefühl gehabt hat, wie betrunken zu sein, ohne wirklich was trinken zu müssen. Und sonst, es gab halt noch andere Installationen, die ich jetzt zum Teil nicht mehr im Kopf habe.
Und das Ganze war ein recht großes Festel, waren viele Leute da, eine große Location. Ich habe Festfotos gemacht, bitte einfach auf der Bierdacher.at Homepage gucken, dort sind die Fotos verlinkt. Sonst ganz allgemein Roboxotica immer ein Besuch wert. Und hören Sie dazu auch im Anschluss an diesen Podcast den Bericht vom Dennis und vom Karl-Heinz Grube. Okay, was ist noch passiert? Ja, ich gehe jetzt halt viel tanzen, also wirklich sehr viel tanzen, also eigentlich jeden Tag versuche ich Salsa zu tanzen und unter anderem war ich am Salsa-Kongress Vienna. Bis jetzt habe ich mein Leben verbracht, also der Höhepunkt waren sozusagen Programmierkongresse oder Python-Konferenzen und jetzt dieser Salsa-Kongress hat mir die Augen geöffnet, wie cool ein Kongress auch sein kann, wenn sich nämlich dort Frauen befinden, nicht nur männliche Nerds. Ja, so ein Salsa-Kongress, wie soll man sich das vorstellen? Der Wiener Salsa-Kongress war in der TU Wien und zwar im sehr schönen Kuppelsaal und Bölkesaal, also über zwei Stockwerke ist das gegangen, waren circa vier Säle und tagsüber werden halt diverse Workshops gemacht, also zum Beispiel Bachata-Workshop, das ist ein Tanz, oder afrikanischer Tanz-Workshop, oder einer war Body Dynamics, also dass man beim Salsa-Tanzen beschleunigt und dann wieder bremst, um mehr Dynamik in den Tanz reinzubekommen. Und diese Workshops dauern meistens so eine Stunde oder vielleicht eineinhalb Stunden. Und da gibt es halt immer so vier oder fünf parallel und je nachdem, wie man halt drauf ist, besucht man die oder flaniert einfach so herum. Und dann, das ging eigentlich schon nachmittags zum Teil los mit den Social Afternoon Parties und vor allem abends, so ab 21.30 Uhr war dann die Partyeröffnung. Und die Partys haben jede Nacht, also von Donnerstag war die Pre-Party, Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag war die Survivor-Party, also jede Nacht circa bis 6 Uhr früh gedauert, bis auf die Survivor-Party, die war glaube ich um 1 Uhr früh schon aus. Und da wird dann halt getanzt und das Schöne ist, dass es nicht einen Saal gibt, wo die Musik gewechselt wird, sondern es gibt einen Bachata-Saal, wo nur Bachata gespielt wird, es gibt einen Kuban-Saal, wo nur Salsa-Kuban-Style gespielt wird, es gibt einen anderen Salsa-Saal, wo nur Salsa-New York oder LA-Style getanzt wird und es gibt einen Kizomba-Room. Also man flaniert von Saal zu Saal und tanzt sich halt das Herz hinaus. Und das war sehr cool und genau das habe ich auch gemacht. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt dadurch, also nicht nur viel geübt, sondern auch viel gelernt einfach durch Dasein und durch mit Leuten tanzen, die extrem gut tanzen können. Es waren Leute aus ganz Europa da, aus Russland, Ukraine, Frankreich, England, viele Nachbarländer von Österreich natürlich. Und es gibt so mehrere Kongresse, es war praktisch ein Kongress-Tourismus. Also ich habe gesehen, es war Werbung für einen Salsa-Kongress in Berlin. Der ist am, glaube ich, 5. bis 7. Oktober 2018. Es gibt einen im Mai in Graz. Und sehr viele haben mir empfohlen, tut mir leid, da ist jetzt Lärm, weil ich neben der Bahn bin. Also sehr viele haben mir empfohlen, den Salsa-Kongress im Sommer zu besuchen in Rovin in Kroatien. Es soll ein mehrtägiges Festival sein und es wurde auch Werbung gemacht für einen in Kiew. Also wenn man einfach gerne auf Salsa tanzt, dann gibt es da genug Kongresse zum Besuchen und ich glaube, das werde ich jetzt auch einige besuchen. Es gibt so ähnlich wie beim CCC auch die Möglichkeit, dass man mithilft und dafür das Ticket extrem verbilligt bekommt. Also das Ticket ist für Nichtstudenten über 100 Euro, wenn man den Fullpass will, also mit allen Partys und allen Workshops. Und man kann natürlich nur so einen Partypass machen, der billiger ist, wo man nicht die Workshops dabei hat. Und dann gibt es noch so einen Kompromisspass, wo man einige Workshops dabei hat. Und wenn man hilft, muss man glaube ich sich eintragen als Helfer 10 Stunden lang und zum Beispiel am Eingang kontrollieren, ob die Leute eh so ein Bändchen haben oder sonstige Tätigkeiten übernehmen. Und dafür darf man dann dem Kongress so beiwohnen. Das habe ich geredet mit einem, der das gemacht hat. Der war sehr zufrieden mit diesem Deal. Oder man hilft in der Garderobe oder so. Ja, die Berlin-Homepage ist schon oben. Da kann man sich schon, also beim Berlin-Salsa-Kongress kann man sich jetzt schon bewerben als Helfer, wenn man das will. Oder Tickets erwerben, die dann billiger sind. Ja, wie gesagt, Salsa-Kongress, eine ganz tolle Sache und ich bin extrem süchtig danach. Ein sehr schöner Nebeneffekt, weil ich so viel getanzt habe, habe ich auch ordentlich abgenommen. Bin jetzt erstmal seit, ich glaube, mindestens 15 Jahren oder so, oder 10 Jahren auf jeden Fall, bin ich wieder unter 100 Kilo und nehme weiterhin ab. Also es ist extrem cool, cool und ja,
ich versuche halt auch in Wien jetzt jeden Abend, wie es nur irgendwie geht, Salsa tanzen zu gehen. Und dann habe ich jetzt noch was Trauriges zu erzählen. Gestern Abend war ich Salsa tanzen, ja, eigentlich Kizomba tanzen, und bin so kurz vor Mitternacht in der U6-Station Thalierstraße gewesen. Das ist eine alte Stadtbahnstation, wo die Gleise in der Mitte sind und die Bahnsteige außen. Also man sieht dann über die Gleise drüber zum anderen Bahnsteig. Am anderen Bahnsteig waren einige afrikanische Jugendliche und zwei von denen sind in Streit miteinander gekommen und haben halt so miteinander gerauft, und deren Freunde haben versucht, sie zurückzuhalten. Also einer hat immer den anderen hinten gepackt und wieder weggezogen, und sie sind natürlich trotzdem wieder aufeinander los. Und das Ganze hat nicht sehr bedrohlich ausgeschaut. Ja. Also es sind Passanten direkt einen Meter neben denen vorbeigegangen, haben nicht einmal einen Bogerl gemacht, weil es halt eine Szene ist, die man speziell spät nachts, wenn Alkohol auch im Spiel ist, öfter sieht, dass zwei so aufeinander losgehen und die Freunde halten sie so zurück, und es ist auch viel Show dabei. Auf jeden Fall hat sich diese ganze Truppe aus miteinander raufenden Leuten dann zur Bahnsteigkante bewegt, weil der Zug eingefahren ist. Und dort haben sie aber dann wieder irgendwie stärker zum Raufen angefangen. Der Zug ist eingefahren. Ich habe noch gesehen, wie eine Jacke auf die Gleise geflogen ist, und dann ein oder zwei Personen sind auf die Gleise geflogen und vom Zug überrollt worden. Der Zug hat dann Notbremsung eingelegt. Es ist natürlich später dann Rettung gekommen, und die Station, also es wurde dann aufgefordert, dass alle Leute von der Station weggehen, damit die Einsatzkräfte arbeiten. War ziemlich schier, und es ging so schnell, dass man eigentlich nicht gescheit mitgekriegt hat, was da passiert. Man hat das nur dann im Nachhinein realisiert. Also hat auch keiner noch schreien können, nicht, oder passt auf, oder so. Die waren weg. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, was hätte ich machen können. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, dass ich über den Bahnsteig drüber schreie, hört auf zu raufen, das ist gefährlich, weil die waren nicht in der Stimmung, das auf sowas hören. Und ich denke, das Einzige, was ich hätte tun können, ist die Notrufsäule betätigen. Also an jeder Station gibt es eine Notbremse und auch so einen kleinen Kippschalter. Und wenn man den runterkippt, dann wird ein Alarm ausgelöst und man hat eine Sprechverbindung mit der Stationsaufsicht. Und dass ich vielleicht die hätte rechtzeitig betätigen können und sagen, ja, da raufen welche, bitte sorgen Sie dafür, dass der Zug extrem langsam einfährt. Aber sonst, schlimmes Erlebnis. Okay, ich übergebe jetzt das Wort. Sie hören im Anschluss ein Interview mit meinem Freund, dem Hannes. Der hat mich besucht vor ein paar Wochen, und der redet über sein Hobby, nämlich Geocaching. Das betreibt er sehr intensiv, und ich habe ihn interviewt zu diesem Thema. Im Anschluss daran hören Sie den Dennis und Karl-Heinz Grube. Okay, viel Spaß, und wie gesagt, der Biertaucher-Podcast erscheint jetzt in nächster Zeit ein bisschen unregelmäßiger. Ich werde versuchen, dass er einmal im Monat erscheint und dass wir dann auch wieder einen fixen Treffpunkt haben. Derzeit ist alles so ein bisschen desorganisiert. Ich möchte ihn aber auf keinen Fall aufgeben. Ich habe nur ein bisschen aus privaten Gründen jetzt weniger Zeit dafür gehabt und muss erst einen Weg finden, wie ich podcasten kann, ohne dass es mich selber stresst und dass es mir auch noch Spaß macht, und halt dann einen neuen Rhythmus finden. Wer selber dabei sein will, am besten einfach mir eine E-Mail schreiben oder bei Twitter als Horst Jens oder horstjensschimmel.com und sagen, ja, ich möchte mitpodcasten. Dann treffen wir uns einfach direkt, oder ich organisiere wieder ein Treffen in der Zypresse. Die wöchentlichen Zypresse-Treffen sind derzeit nicht mehr vorhanden. Sehr zum Leidwesen vom Karib. Okay, damit jetzt übergebe ich, und viel Spaß mit den kommenden Interviews. Ciao. Okay, Prost, Hannes. Prost. Hannes, erzähl doch mal vom Geocaching. Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin durch einen Freund zu Geocaching gekommen, der das schon mehrere Jahre gemacht hat, und für den das halt eine Freizeitbeschäftigung für ihn und seine Familie war. Und hast du es zuerst ein bisschen seltsam gefunden von seinen Erzählungen, oder war es gleich? Nein, eigentlich ein bisschen seltsam gefunden. Durchaus. Wie kam es dann dazu, dass du selber ein bisschen seltsam wurdest und das Hobby sozusagen übernommen hast? Naja, weil es halt stark in der Natur draußen ist und auch von der technischen Seite interessant, mit Satellitennavigation unterwegs zu sein und
das auch in der Natur. Also Dinge, die zu Hause leicht fallen, sich auf einer Karte orientieren, sind nachher plötzlich, wenn du im Gelände draußen bist, wesentlich schwieriger. Und es fällt auf, dass das eigentlich relativ viel Training braucht, dass man da wirklich gut unterwegs ist und Ziele findet, ja. Und hast du das immer mit deinem Handy gemacht, mit deinem Smartphone, oder hast du so echte GPS-Geräte gehabt früher? Also die Anfänge waren sogar noch vor Smartphone und es gibt auch echte GPS-Geräte. Mittlerweile sind die Qualitätsunterschiede relativ gering ausgeprägt. Also ja, ein gutes Smartphone ist halt nicht schlechter als ein GPS-Gerät. Genau, ja. Also nicht unbedingt so allwettertauglich und für alle Temperaturen und Lichtverhältnisse ausgelegt, aber im Wesentlichen für den normalen Einsatz bei uns ans der Schönwetter-Cachen geht, reicht es allemal aus, dass man mit dem Smartphone das Auslangen findet. Ja. Kannst du zur technischen Seite was sagen? Du bist ja Informatiker. Da gibt es eine App für Geocaching. Die heißt geocaching.com, hast du mir gesagt. Ja, es gibt verschiedene Apps. Ja. Ah, okay. Es gibt von geocaching.com gibt es eine App, die, glaube ich, für iOS und Android funktioniert. Und nachher gibt es, das verwenden die meisten, CGeo. Für Android ist das. Das funktioniert mit OpenStreetMap, Offline-Karten und greift eben auf diese geocaching.com-Datenbank zu, um die Caches runterzuladen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also der holt sich von OpenStreetMap eine Karte und jetzt von einer anderen Datenbank holt er sich die GPS-Koordinaten von den Caches, also von den Verstecken. Genau, die Cache-Beschreibung, das sind die GPS-Koordinaten und eine Beschreibung, worum es in dem Cache geht. Und meistens auch noch Hinweise, wie man den Cache findet, drinnen vorhanden, ja. Und sind diese GPS-Koordinaten nicht so genau, dass ich allein mit der Koordinate schon einen Cache finde? Also wie, von welcher Genauigkeit reden wir denn da? Momentan bei guten Sichtverhältnissen und im nicht innerstädtischen Bereich so um 5 Meter genau. Also so genau kann dich das GPS hinführen? Hin, ja. Wenn die Verhältnisse sehr schwierig werden, also schlechtes Wetter, dichte Belaubung oder steile Felswände, Hauswände, dann so 15 Meter Genauigkeit etwa. Also du wirst nur in die Nähe geführt. Jetzt ist das doppelte Problem, wenn die Koordinaten mit 15 Meter Ungenauigkeit erfasst wurden und man selber 15 Meter Ungenauigkeit hat. Also 30 Meter. Das ergibt nachher doch einen relativ großen Suchradius von knapp 20, 30 Meter. Und da wird es nachher schwierig, kleine Objekte zu finden. Also da und deshalb ist diese Beschreibung, wo das genau liegt. Und die ist meistens dabei, Und die ist meistens in Rätselform, oder ist das nicht unbedingt? Es gibt ganz verschiedene Caches, die können entweder sehr einfach gestaltet sein, bis hin zu unlösbar schweren oder unzugänglich schweren, die nur mit Gerätschaft wirklich zu erreichen sind. Und das siehst du ein bisschen anhand der Beschreibung, also da gibt es Kategorien, wie schwer die ist oder wie schwer erreichbar. Es gibt für jeden Cache ein Difficulty und ein Terrain-Rating. Das Difficulty-Rating gibt an, wie intellektuell schwierig das ist, zu dem Cache zu kommen. Und das Terrain-Rating gibt an, wie physisch schwierig das ist, dorthin zu kommen. Und das kann immer zwischen 1 und 5 variieren. Zum Beispiel Terrain-Rating 1 bedeutet, man kann mit dem Rollstuhl hinfahren und das aus dem Sitzen erreichen. Und Terrain-Rating 5 würde beispielsweise bedeuten, dass das ohne Einsatz von Spezialequipment nicht bergbar ist. Also dass man beispielsweise eine Kletterausrüstung oder eine Tauchausrüstung benötigt. Tauchausrüstung? Gibt es auch, ja. Und du, wenn du jetzt einen Cache findest, das ist üblicherweise ein kleiner Behälter, oder? Die üblichen Cache-Größen sind entweder Filmdosen aus dem Kleinbildformat bis hin zu Tupperware-Dosen in Jausengröße. Und nachher gibt es auch noch ganz winzig kleine, die nur Fingerkuppen groß sind. Und bis ganz große, den größten Cache, den ich gefunden habe, das war ein Auto. Also, der Auto war der Cache? Ja, genau, cool. Ja. Und ist dann üblicherweise was drinnen, so ein Gegenstand, den du rausnehmen kannst? Ja, für Kinder sind die übliche Ausstattung ist, dass für Kinder, die oft mitgehen, Tauschgegenstände drinnen sind. Das sind meistens in der Überraschungsei-Kategorie. So ein kleines Spielzeug oder? Plastikspielzeug, relativ kostengünstiges, kann gelegentlich auch nette Gimmicks drinnen sein, ist aber eher selten. Und ein Logbuch, das im Prinzip funktioniert wie ein Gipfelbuch, wo man sich mit einem Kuli einträgt und damit nachweist, dass man wirklich dort war. Und du hast mir gesagt, es gibt auch Leute, die
kreieren solche Geocaches. Also der sagt jetzt, ich möchte von meinem Haus einen Cache aufbauen. Ja. Was muss man da tun? Oder? Sich was also das Schwierigste daran ist sicher, sich was Spannendes auszudenken. Mhm. Dass das eine Location ist, die wirklich wert ist, dass man jemanden hinloggt und die was Interessantes bietet. Und auf der anderen Seite nachher auch entweder die Beschreibung zu dem Cache spannend gestaltet, dass das entweder ein anspruchsvolles Rätsel oder eine kulturhistorische Erklärung zu dem Ort, wo der Cache versteckt ist, beinhaltet auf jeden Fall, dass es einen Informationswert auch hat. Also jemand, der sich aufmacht, um den Cache dann wirklich zu finden, hat durch das Lesen der Beschreibung, kriegt ein bisschen was genau, mit von der Umgebung. Ja. Mhm. Und damit funktioniert Geocaching auch, dass es eins wie ein Guidebook funktioniert, dass man halt in einer Umgebung, wo man selten ist, nachher wirklich außergewöhnliche Plätze sieht, die sonst eigentlich nur Einheimischen vorbehalten sind. Und wenn du so einen Cache findest, dann also nimmst du entweder dieses Spielzeug raus oder eben nicht und du tragst dich ein in das Logbuch. Das Logbuch bleibt aber in dem Cache jetzt drin. Den Cache verstaust wieder dort. Und das Spielzeug wird auch nur getauscht. Also du hast da anderes rein. Die Policy, dass man entweder gleichwertige oder höherwertige Tauschgegenstände dafür austauscht. Und somit bleibt es nachher für nachfolgende Cacher auch interessant. Aber was ist jetzt sozusagen das Metaspiel? Du kriegst jetzt einen Punkt, weil du in so einem globalen Geocaching-Punktesystem, weil du den Cache gefunden hast. Genau, ja. Und der Beweis ist, dass du dich eintragen hast in dem. Genau. Aber das kann der Cache-Objektbesitzer, also der Cache-Betreuer kann das ja erst kontrollieren, wenn er das Logbuch wieder anschaut. Ganz genau, ja. Ist da dann so eine Verzögerung, bis du deinen Punkt auch wirklich verifiziert kriegst? Oder? Nein, also diesen Punkt bekommst du gleich und der Cache-Owner kann nachher beschließen, dass das Einträge wohl, wenn er die nicht in dem Logbuch findet, nicht gerechtfertigt sind und die wieder löschen, ja. Okay. Aber prinzipiell könnte ich sagen, ich habe die und die Caches besucht weltweit, da hindert mich keiner dran. Ja, das Ganze ist sehr vertrauensbasiert. Es ist vertrauensbasiert und die Community, die funktioniert eigentlich auch ganz gut und die ist sehr, sehr intolerant eigentlich gegenüber Mogelverhalten. Also es gibt schon hin und wieder Leute, die mogeln und nur die Sinnhaftigkeit des Mogelns. Im Endeffekt ist es ein Hobby, das man in seiner Freizeit gestaltet und wo es keinen Wettbewerb gibt, wer die meisten Punkte hat. Gibt es kein so Ranking? Aber alles ja, es gibt ein Ranking, aber ja. Aber das ist für wenige vorbehalten. Okay. Also die finden dermaßen viele Caches, dass man neben einer Berufstätigkeit da kaum. Das sind auch berufliche Cache-Finder. Genau. Also Frühpensionist, oder? Frühpensionist, rüstiger Frühpensionist, ja. der wirklich 7 Tage die Woche Zeit hat und da viele Funde machen kann. Und da ist es als normaler Durchschnittsmensch, der einer Berufstätigkeit nachgeht, das ist nicht möglich, da in dem Ranking da wirklich zu konkurrieren. Und gibt's also, geht man in Gruppen auf Cashjagd oder ist es eher ein einsames Hobby? Es gibt Varianten, ja, es gibt durchaus auch Gruppen. Mhm. Ich selbst bin meistens eher einzeln oder eben mit dem Freund, der mich zu Geocachen gebracht hat, unterwegs. Aber da geht es ja mal um gemeinsamen Cachen sozusagen. Wir gehen gemeinsam cachen, ja. Und dann kriegt ihr beide einen Punkt, weil sie das ja weiß. Jeweils, ja. Mhm. Und gibt aber auch Cache-Gruppen, die in größeren Runden regelmäßig gehen, die das organisierter machen. Die tun sich natürlich nachher auch leichter, also weil eben die im Gelände intellektuelle Aufgaben zu lösen wirklich nicht einfach ist. Also Dinge, die einem im Büro einfach fallen einem im Gelände 5-mal so schwer. Kannst du ein Beispiel nennen für so eine intellektuelle Aufgabe? Einfach nur Koordinaten zu berechnen, also bei Caches, wo die Endkoordinaten noch nicht feststehen und wo man durch Ermitteln von Variablen Werte bestimmt und nachher eine Endkoordinate ausrechnen muss, das sind selbst einfache Kopfrechnungsarten vor einem Gelände schwieriger als das zu Hause fällt. Also das passiert gelegentlich, dass man nach Hause kommt, sich das nachher mal in Ruhe anschaut und auch feststellt, das geht so und so und so. Und ist ganz einfach, nur im Gelände ist das schwierig und da hilft Schwarmintelligenz. Okay, weil irgendeiner wird dann schon sagen. Wenn drei Leute das rechnen und zwei bekommen dasselbe Resultat raus,
dann ist schon relativ klar. Und wenn man alleine unterwegs ist, passiert es oft, dass man sich verrechnet und dann irgendwo landet. Verstehe. Und warst du hast gesagt, du warst auch einmal auf so einem Geocacher-Treffen, also die treffen sich in einem Lokal. Ja, das da gibt es auch keine, also es hat keine strikte Struktur. Mhm. Es gibt auf nationaler Basis gibt's Reviewer, die Caches bewerten und nachher freischalten, mhm, die eingereicht werden. Das gibt es, aber davon abgesehen ist es eigentlich eine flache Struktur, wo, mhm, wo jeder, der da dabei ist, sein Treffen einberufen kann. Und die Community folgt dann dem Aufruf, mhm, oder auch nicht. Mhm. Und die Community an sich, die ist eigentlich sehr besonnen, würde ich mal sagen. Mhm. Also diese Caches, die sind relativ gut gewartet. Okay. Es gibt auch einen sehr klaren Umgang, wie man wie man sich in der Natur verhält und, mhm, so. Also es ist ein relativ hochstehender ethischer Zugang, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn ich jetzt auf die Geocache-Seite gehe und ich interessiere mich für einen Cache in meiner Nähe, ja, auch wenn ich den noch nicht persönlich gefunden habe, kann ich da sehen, wann der das letzte Mal besucht wurde und betreut wurde vom Betreuer? Neben dem, dass man das Logbuch signiert, also sich, mhm, mit dem Kuli dort einträgt, ja, schreibt man sich auch in das elektronische Logbuch, okay, hinein. Und diese Logs, die sind alle verfügbar. Das heißt, man sieht sehr gut, wann der zuletzt, okay, gefunden wurde. Und neben dem Log-Eintrag kann man auch Favoritenpunkte vergeben. Mhm. Und so kann man auch schon bei den Caches sehen, die beispielsweise 100 Mal gefunden wurden, mhm, und die 30 Favoritenpunkte haben. Nachher weiß man auch, dass das ein wirklich interessanter Cache ist, okay, der sich lohnt, dass man den besucht. Und andere Caches, die 200 Mal gefunden wurden, ja, und nur 2 Favorites hat, da weiß man, die muss man nicht unbedingt anschauen. Du machst das ja ab und zu mit deinen Kindern. Was sind deine Erfahrungen mit Kindern cachen gehen? Ja, ist nett. Das ist auf jeden Fall eine Zusatzmotivation, in der Natur zu sein. Mhm. Und die Kinder sind aber nicht permanent Feuer und Flamme dafür. Okay. Also wir machen das über mehrere Jahre. Und da gibt es Phasen, wo die da sehr aktiv mit, mhm, sind und auch selbst Navigation und Suche, ah, mitmachen, okay, und nachher wieder Phasen, wo sie zurückhaltender, okay, sind und das akzeptieren. Aber, mhm, es variiert zwischen Begeisterung und Akzeptanz. Verstehe. Insgesamt hast du jemanden, der noch nie gecached hat, kannst du das empfehlen als Hobby, dass man mal einfach so probiert? Ist auf jeden Fall empfehlenswert, insbesondere wenn man eine Reise wohin plant, mhm, in einer Gegend, wo man noch nicht war, ist, ja, das auf jeden Fall empfehlenswert, das begleitend bei Caches zu suchen, mhm, weil in einer Gegend, wo man sonst eben nur durch Guidebooks und, ja, Hinweisen von Einheimischen interessante Orte findet, unterstützt das Geocaching sehr und führt nachher echt zu sehr netten Wanderungen und Ausflügen in Gegenden, wo nachher oft im Logbuch dabei steht: Danke für Geocaching, ohne Geocaching hätte ich diesen Ort nie besucht. Und das ist zwar ein abgedroschener Logphrase, ja, aber sie trifft, mhm, den Kern eigentlich ganz gut. Kannst du mir dein schönstes Geocaching-Erlebnis sagen, also was du beim Geocaching sozusagen erlebt hast? Also idealerweise eins, das du nicht erlebt hättest ohne Geocaching. Die schönsten Erlebnisse, die sind oft relativ grenzwertig. Also dass das physisch herausfordernde Situationen sind, denen man sich als Durchschnittsmensch nie stellen würde. Also jetzt irgendwo auf den Klettern auf einem Baum, oder? In der Grazer Unterwelt im Kanalsystem mit von zu Hause mitgebrachter Leiter, die sich nachher als zu kurz herausstellt, in 5-6 Meter Höhe eine Dose von der Decke eines Kanals zu bergen. Das sind Erlebnisse, die man nicht vergisst und die man aus freien Stücken wahrscheinlich auch. Also wie du da auf der Leiter im Kanal gestanden bist, hast du dir gedacht, danke, Geocaching. Naja, na, erst nachher, aber ja, im Prinzip ja. Okay, cool. Lernt man witzige Leute kennen durch Geocaching? Selten. Also es
wenn Caches neu rauskommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dort jemanden trifft. Der auch gerade sucht, oder? Ja, genau, weil es gibt halt doch eine Community, die oft und häufig cachen geht und die nachher die bereits bestehenden Caches alle besucht hat. Die teilen sich dann auch neue Caches. Wenn ein neuer rauskommt, nachher dort, kurz nach Erscheinen, dort der Reihe nach auftreten. Ja. Also wenn man das tut, nachher hat man ein Community-Erlebnis. Und sonst werden Caches zwischen alle 3 Tage bis alle 3 Wochen gefunden. Das heißt, die Antreffwahrscheinlichkeit, dass man jetzt auf einen Cache wo trifft, ist relativ klein. Aber sie sind immer leicht zu erkennen. Die Cacher? Ja. Weil sie am Boden rumschnüffeln, oder? Ja, mit Smartphone im und nicht pinkeln, also sondern das, was du... Das Bewegungsverhalten und so ist relativ typisch. Okay. Und die Anfänger-Webseite, also wo ich den nächsten Cache finde und so, wäre geocache.com, oder? Ist geocaching.com. Geocaching.com. Mhm. Okay. Danke, Hannes. Bitte gerne. Okay. Ja. Es nimmt auf. Okay. Super. Super. Willkommen beim Biertaucher-Podcast Folge. Nein, es ist die Robotics. Exotica Special. Ja, okay, jetzt sagen wir es so, genau. Es ist keine Folge. Nicht das Holiday Special, sondern Robo Exotica. Nicht Holiday Special. Robo. Ja, wie man hört, wir sind sogar gerade aktuell noch auf der Robo Exotica, allerdings vor dem Gebäude, nicht im Gebäude. Ja, es ist zu laut drinnen, dann hört man gar nichts mehr. Horst ist jetzt gerade ganz aktuell nicht dabei, aber wird auf jeden Fall später auch noch Interviews meines Wissens hinten anschneiden. Er hat es versprochen. Ja. Wir stehen jetzt auf der Gieblergasse gegenüber von Gieblergasse 40 und die Gebäude heißt... Reaktor. Reaktor, ja, genau. Es ist ein etwas älteres Gebäude. Wahrscheinlich war es ein Geschäft, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich mehrere Geschäfte. Oder mehrere Geschäfte, könnte auch sein. Ja, es schaut... erinnert mich auf ein Computerspiel, die ich gerade spiele, von Aufsehen innen. Ach, okay. This War of Mine, aber ja, was drinnen findet jetzt ist eine Ausstellung von hauptsächlich von Cocktail machende Automatonen. Ja, Automaten. Automaten. Aber es gibt nicht nur Cocktail mixende Roboter, sondern auch zum Teil Essen mixende Roboter oder zubereitende Roboter. Ja, eine Tofu-Schneidmaschine und Miso-Suppe. Einschenker, eine Crepe-Maschine. Wie hieß das nochmal? Amarettomat. Amarettomat? So heißt der die Crepe-Maschine. Da wird vollautomatisch ein Crepe zubereitet, indem man 2 Euro reinschmeißt. Auf einem Drehteller wird der Teig verteilt. Und anschließend zubereitet und zum Schluss dreht sich der Teller nochmal, um das Nutella schön drauf zu verbreiten. Ja, und dann rollt er es auf einen... Zusammen, ja. Es sind ganz gut. Wenn ich das nächste Mal hingehe, bekomme ich sogar einen Freikrepp. So viel habe ich schon gegessen, gestern und heute. Ja, Dennis hat den totalen Sweet Tooth. der Miso-Suppe-Macher, man tut einen leeren Becher drauf und dann schneidet es die Tofu in kleine Stücke. Den Tofu. That was... Rowdy. Rowdy. Ja, es schneidet... Ja. Wen halt. Ja, genau. Es ist gerade jemand vorbeigerast und hat fast einen Autofahrer weggerammt. Ja, ja. Das sah wirklich Zucker aus. Ja, die Miso-Maschine, Miso-Suppe machende Maschine, misst zuerst, es merkt, dass eine leere Becher da steht, dann schneidet es Tofu und haut es rein und dann schenkt es die wichtige Menge an Miso in diese Becher rein. Miso-Suppe meine ich, nicht Miso. Und sie schmeckt gar nicht mal so übel, gar nicht mal so schlecht. Nein, aber das, glaube ich, hat nichts mit der Maschine zu tun. Ja, das hat mit dem Typen, der es zubereitet hat, hat es gut gemacht. Gestern gab es sogar statt Tofu Möhre.
aha, das ist aber nicht normal für Miso-Suppe. Er hatte da eine Möhre geschnitten. Ich habe es genau mit eigenen Ja, es kann, sicher die Maschine kann Möhren schneiden. Ja. Das Messer ist nämlich vollautomatisch, das ist ein Drehrad und bewegt durch die Drehbewegung ein Messer. Das ist voll gefährlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja, also einen Finger dazwischen stecken. Ja, ich glaube, ich halte mir lieber die Abstand. Ja, ja. Sonst... Also, wir können es ja mal ausprobieren. Nein! Ich muss noch Klavier spielen. Ja, ja. Ja, natürlich, nee. Das Wichtigste sind die Cocktails. Und ja. Da gibt es wirklich interessante Tomaten. Ja, es gibt eine Shot-Maschine mit Kamera und man schaut hinauf, macht den Mund offen und es schießt einen Cocktail, deinen Wahl, in deinen Mund hinein. Ja, aber das ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Man muss nämlich selber sich korrekt positionieren. Ja. Sie erkennt nicht deinen Mund automatisch. Ach so. Wenn man sich falsch hinstellt, dann hat man... Ein hat Cocktail einen, im Auge. Ja. Oder... Es gibt einen Short-Shot. Das heißt, eine kleine Menge, damenhaft, und einen Big Shot, der schon eine große Menge darstellt. Ja, ja. Also, wenn man da nicht so schnell genug ist mit dem Trinken, naja, das ist halt ein großer Shot. Ja. Dann es handelt sich übrigens, das habe ich gestern gefragt, um Grapefruit. Aha. Dann gab es eine Maschine, die einfach... Ah, dann gab es die auch mit dem Keyboard. Ja, genau. Wo man bestimmte Cocktails bekommen hat, laut welche Stücke man gespielt hat. Ja, aber die aber waren nur nicht Melodie. Nur einzelne Melodietöne. Ja, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, als würde man gerade den Notruf wählen. Ja. Es ist egal, welcher Rhythmus, und ich glaube, es erkennt nicht, wenn man sich verspielt. Ja, doch, dann fängt es von vorne an. Wenn man sich verspielt, aber ja. Akzeptiert das nicht. Das ist wie ein Passwort. Wenn man sich vertippt, muss man von vorne anfangen. Ja. Das Interessante ist nur, dass dahinter eine Tafel ist, wo Leuchtdioden angebracht sind, in den Augen, die in dem Bild zu sehen sind. Ja. Die leuchten dann grün, wenn man die Taste getroffen hat. Das ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ja, ne? ich habe gesehen, dass die reagieren auf was Leute spielen. Ja. Es gibt insgesamt an diesem Stand sogar 40 verschiedene Cocktails, oder waren es weniger? Oder sagen wir mal 30. Sagen wir einfach pauschal 30. 30 was? Also es verschiedene Cocktails. Ja. Also ziemlich viele. Ja, ja. Was lustig war, ich habe zwei von diesen Stücke gespielt, beide von welchen ich nicht gekannt habe. So, ich habe den Cheat-Sheet, weil ich kannte diese Lieder gar nicht. Man hatte die auch nicht im Ohr, überhaupt nicht. Und dann habe ich es abgespielt und der Typ von dieses hat gesagt, you are an expert, oder? Das hat er sehr gut erkannt. Ja, ich bin nicht ein Expert für Keyboard-Spiele. Ja. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, was du gespielt hast. Ich habe ein... Can't get enough of this oder ja, sowas. Genau, richtig. Und das ist einfach, ich glaube, C, 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 D, E, C, C. Super einfach. Ja. Da hat er aber nicht dran erkannt, dass er ein Experte ist, sondern ich habe gesagt, welches ist das schwierigste Stück auf dem, das es gibt? Und dann meinte er Tubular Bells. Ja. Und ich habe dann sofort gesagt, okay, das nehme ich, weil das ist ja einer meiner Lieblingsstücke. Ja, aber es waren nun nicht die Notennamen, sondern einfach Nummern. Und die Nummern zu entziffern war ein bisschen wie... Bluh. Ja, da stand die wievielte Taste zu drücken sei. Genau. Das ist schon verwirrend gewesen. Ja. Also, es war noch nicht mal MIDI, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Es ist schon sicher MIDI, ja. Meinst du? Naja. Da müssen wir gucken, weil das war ein kleines Keyboard, das heißt, es hat sicherlich nicht mit der Null angefangen dann. Naja, okay, ich bin kein massiven Experte, aber man kann auch MIDI mit Samples machen, oder nicht? Nee, es geht dabei, jede Taste hat ja einen bestimmten Code. Ja. Und wenn es bei 0 anfängt, heißt das automatisch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es ein 81er Klavier ist. Aha. Quatsch, Entschuldigung, 171. Was? 81, doch.
Nee, das stimmt. Die Null ist meistens auf den 81 Klavieren doch gar nicht drauf. Also generell nicht. Wovon redest du? Also die MIDI-Noten, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Code für das A da ist, aber das ist nicht 0, wie man sich denken kann, sondern irgendwie sowas wie 80. Also das stinknormale A, wie heißt das, erste Stufe? Wache A, von Wache A redest du? Die Mitte? Kammerton A, stimmt. Du meinst Contra, Subcontra Bass. Okay. A. Ja. Die ganz unten beim Flügel. Nee, das Kammerton A heißt das doch, ne? Ah, vom Orchester. Ja. Das ist, ja, 440 A, Mitte. Ja, 440 Hertz, genau, hätte ich direkt sagen können, stimmt. Ja. Das ist ja definiert, welcher Code das ist. Aha, ja. Und die Taste, und wir müssten ja einfach nur gucken, ob das übereinstimmt, beziehungsweise wenn es die, wenn die unterste Taste eine Null hat, ja, dann ist es definitiv kein MIDI, weil das Keyboard ist zu klein, da ist die Null auf jeden Fall nicht dabei. Ja, du weißt schon, dass die A am unten vom Klavier ist nicht die tiefste Ton, die es gibt, oder? Ja, aber bei einem MIDI, eben, genau, weil die MIDI-Note 0 ist noch viel weiter unten. Ja. Ja, aber okay, das ist technischer Kram. Gut, war ganz witzig. Karl hat es beim ersten Versuch direkt geschafft, beide Stücke. Ja, es war ziemlich leicht. Ich meine, die erste Stück habe ich auch sogar auswendig gespielt. Ja, ja. Das hätte sogar vielleicht geschrieben bekommen. Die anderen spielen eher sowas wie die Simpsons. Ja. Oder an die Freude habe ich gestern mitbekommen. Wurde ja, das ist ziemlich oft gespielt. Das ist nur wie, Leute, es sind nur schrittweise. Es kann nicht so schwierig sein. Wir wissen nicht, welchen Drink die meisten so mitgenommen haben. Quatsch, wir könnten es wissen, wir haben nur nicht nachgeschaut. Ja. Ja. Etwas ungünstig, direkt der Stand daneben. Wahrscheinlich hast du es gar nicht mitbekommen. Es spielt Musik. Ah, okay. Es hat so gewirkt wie, ja, habe ich mitbekommen. Auch ich weiß nur nicht, welchen mehr. Ich habe auch vergessen. Ich glaube, einen Strauss-Walzer wahrscheinlich. Ja, da bin ich auch ziemlich sicher. Und, ja. Das war ein Mischgetränk und auch cool. Ja, also das war so, man hat unten eine Taste gedrückt und daraufhin hat es dann drei verschiedene Flüssigkeiten, nämlich Sirup, ja, Mineralwasser und Wein. In grünen Weltliner war es sogar, das habe ich gestern schon gesehen, zusammengemixt. Ja. Und dann kam das in einen Becher hinein. Aha. Gestern waren die Becher sogar hübscher. Und das wurde alles gestellt von einem Raspberry Pi. Ja, genau. Und jetzt etwas, was du auch nicht weißt, aber was ich von gestern noch weiß. Dieser grüne Knopf, wenn man den 5 Sekunden drückt, ja, dann spielt es nicht den Walzer, sondern Michael Jackson. Aha. Und der Drink ist non-alkoholisch. Das heißt nur Sirup und Mineralwasser. Ja. Er hat noch nicht mal Pumpen verwendet. Also der Sirup wird gepumpt, aber der Weißwein und das Wasser werden nicht gepumpt, sondern mit Hilfe von Druckluft. Aha. Damit ist die Dosierung aber ein bisschen schwieriger. Mhm. Das haben einige andere auch. Ja. Also es ist ziemlich viel mit Druckluft gearbeitet worden, ja, nicht unbedingt mit Pumpen. Ja. Es gab auch eine Musikinstrument, die nicht in Betrieb war, mit zwei Fahrrädern. Ah ja, stimmt, genau. Das habe ich gestern mal gesehen. Das hatte nichts mit Drinks zu tun, sondern jemand sitzt auf dem Fahrrad und mit Hilfe des Dynamos wird ein Signal erzeugt, weil ein Dynamo erzeugt ja auch mehr oder weniger nicht nur Energie, sondern auch ein Signal. Und das wurde dann verstärkt, um es auf einen Lautsprecher auszugeben. Mhm. Es klang eher nach, dass das übersteuert. Aha. Dann gab es eine wirkliche Einrad, die man rückwärts fahren müsste, und dann fährt man im Kreis. Ja, noch besser. Man sitzt oben drauf. Ja. Und das ist und die Stange, auf der man sitzt, also es ist ein Sattel oben drauf, man sitzt nicht direkt auf der Stange, ist der Mittelpunkt des Kreises. Das heißt also, das ist wie selbst auf der Stelle im Kreis drehen. Ja. Und nun, ja, das ist eine sehr interessante Sache. Das Ding heißt Sauf-Velos. Ja. Also
man hat sich anschließend wirklich wie besoffen gefühlt, obwohl man es nicht war. Ja, und wir haben es gemacht, bevor wir den Cocktails probiert haben. Oder ich mindestens. Ja, ich habe es gestern mal probiert. Mhm. Ja. Dann gab es noch eine andere Cocktail-Mischmaschine, das wir nicht probiert haben, mit Sprite und Coca-Cola. Ja, verschiedene. Den habe ich gestern gesehen, die haben auch mit Druckluft gearbeitet und inklusive mit Waagen, um die Dosiermenge exakt hinzubekommen. Das heißt, sie haben dosiert mit Hilfe von einer Waage und mit Hilfe von Druckluft haben sie es angetrieben. Das ist schon sehr interessant. Also die haben da erst Flaschen gefüllt, übermäßig viel und dann von und dort mit Hilfe mit Druckluft ist dann ausgetauscht gegen Luft und damit dann ein Becher gefüllt. Mhm. Und da konnte man dann auch verschiedene Sorten aussuchen und dann hat es eben entsprechend diese Flaschen angesteuert, dass da die Flüssigkeit entnommen wird. Ah ja. Dann gab es Prostate Hero. Ja, Prostata Hero. Wie soll man das beschreiben? Es gibt ein Video von einem nackten Mann über den von der Waist up. Ja, genau, ab der Gürtelschnalle nach oben. Ja, ja. Und was man dann in real sieht, ist ein modellierter Arsch. Mit einer Hand oben drauf und unten sogar einem Penis. Ja. Und man fängt das Spiel an, indem man auf diese Hand, die auf dem Arsch liegt, drückt. Ja. Und dann den Finger ins Poloch steckt. Ja. Und dann da drin dann steuert. Wie bei Guitar Heroes muss man dann mit Hilfe der Richtung dann die richtige Richtung drücken. Und danach definiert sich dann der Drink. Ja, und der aus dem Penis rauskommt. Ja. Ja. Und dann gab es eine Maschine, die OPs in Getränke eingetaucht hat. Richtig. Im Greifarm, man hat einen OB angehängt und der hat das dann in den entsprechenden Cocktail hineingetunkt und man konnte dann einen OB aussaugen. Ich habe es sogar probiert. Ja. Es war viel zu viel Wodka. Ja. Ja, es ist, was eigentlich am witzigsten überhaupt an dieser Veranstaltung ist, man trifft nur bekannte Gesichter, kommt einem vor. Ja, sagte Dennis, ich kenne fast niemand. Ja, aber ich habe Leute vom Podcast getroffen. Ja, das ist... Einige Leute vom Podcast sind dabei gewesen. Wir haben Bekannte getroffen aus dem Metalab. Der Amaretto-Mat wurde übrigens im Metalab hergestellt, zum Teil zumindest. Ansonsten, ja, einfach nur bekannte Gesichter. Das ist gruselig zum Teil. Ja. Okay, es könnte natürlich sein, dass... Es ist eine Nerd-Veranstaltung. Und für eine Nerd-Veranstaltung ist der Frauenanteil ziemlich hoch. Also so 50% mindestens. Ja. Es gibt auch Cocktails. Ja, genau. Und es gibt dran. Ziemlich viele Paare auch. Ja, ja, es sind sehr viele Paare dabei, das stimmt. Ja. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Ach so, die Toiletten. Wir wollten ich wollte ursprünglich auf der Toilette aufnehmen, weil es mal lustig wäre. Ja, die war in russischer Olympiadestil 2000. Die Bezeichnung kannte ich noch nicht. Die, das war Russ in Sochi, war auch so ein Männerklo mit zwei Klos nebeneinander. Ohne Trennband. Ja, genau. Und das was war es? Irgendwie über einem Bild war Putin und da haben wollte aber Chef. Nicht hier. Ja. Naja, man könnte schon jetzt sagen, Trump und Putin. Ja, also auf jeden Fall kann man sich während dem Geschäft sehr gut unterhalten, ohne dass eine Wand, man kann sich sogar in die Augen schauen. Kannst du mir bitte mal das Klopapier reißen? Römisch. Ja, genau. Richtig, stimmt, wie die bei den Römern. Aber mit, man konnte abdrücken. Ja. Also ja, der Ort ist ziemlich urig, spaßig. Ja. Und groß. Ja, es ist ziemlich groß. Mhm. Ja, sollen wir nachher mit dem Host dann nochmal aufnehmen?
Ja, wir haben ja eigentlich schon fast alles vorweggenommen. Ja. Er möchte auf jeden Fall noch Interviews hinten dran schneiden. Wir sagen das jetzt ganz oft, damit wir ihn damit implizit zwingen, Interviews zu führen. Ja, ja. Ach so, wir haben noch eins vergessen. Ja. Und zwar der Lego-Technik Cocktail-Suit. Ach so, aber das hab, Du hast es nicht in Aktion gesehen, ich gestern schon. Das ist ein, in Anführungszeichen, Kleidungsstück für die Dame von heute. Komplett aus Lego-Technik gebaut, angesteuert durch Lego Mindstorm. Aha. Hinten sind zwei Behälter, die, da sind Schläuche drin, eine Pumpe, die das Ganze dann pumpt. Und vorne auf dem Busen der Dame ist dann eine Halterung für ein Pinnchen, wo dann das Ganze zusammenfließt. Und ja, es ist so Wodka-Grapefruit gestern gewesen. Man drückt die Taste, also die Dame, die das trägt, drückt die Taste und daraufhin schenkt es ein. Aha. Es leuchtet sogar schön. Also man weiß sofort an den Leuchtdioden, die an der Seite sind, nicht in Betrieb, läuft gerade, das ist dann blau und grün, ist es fertig. Ah. Klingt gut für eine bestimmte Art von Bar. Ja, also es ist auf jeden Fall als BH auch geeignet. Zumindest gestern die Dame war das genau korrekt dimensioniert. Ich weiß schon. Dennis wird eher irgendwann eine Frau heiraten und zu Hause wird sie es immer tragen. Nein. Nein, nein. Das gibt nur eine Schweinerei, weil die Dame hat ja hinten diese Behälter. Das sind die, die Behälter, die man im Lego-Laden bekommt, um mengenmäßig Lego einzukaufen statt Modelle. Und diese Dosen sind... Ja, halt aber es ist nur der Prototyp. Ah, okay, ja. Interessant ist der Typ, mit dem habe ich mich gestern noch unterhalten, der hat sogar einen Selfie-Suit. Wer, der tropft denn von oben runter? Oh Gott, ich glaube, die haben hier noch die Pisspötte. Wir werden hier nass. Super. Ja, der hat einen Selfie-Suit gebaut, wo ein Selfie-Arm nach vorne automatisch steuert. Oh Gott. Es ist eine Weste und dann sagt er nur noch Aufnahme und dann wird er fotografiert. Und dann fährt der Stock wieder zurück. Vollautomatisch mit Hilfe von Mindstorm. Ja. Wir werden hoffentlich den Link dann dazu in die Shownotes, in den Shownotes liefern. Ja, aber ich meine, es ist dann vielleicht, ich meine, zu Hause wird die ganze Zeit Google denkt, dass man Google gesagt hat bei Cross Handy die ganze Zeit. Aber so, vielleicht geht man irgendwo hin, das ist wie Selfie machen, dann haut man jemanden auf den Kopf. So. Oh. Ja, das wäre ein bisschen komisch, lustig, ja, ja. Oder jemand anders sagt Selfie machen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, ausfahren tut es nur auf Knopfdruck, Aufnahme macht da, macht das Mobiltelefon. Also es ist die Logik im Mobiltelefon drin. Ah, okay. Ja, okay. Er hat auch andere Sachen gemacht. Da wäre vielleicht ein Interview gescheiter. Und das wäre sehr interessant. Ja. Ich als großer Lego-Technik-Fan. Aber er hat es mit Mindstorm gemacht. Naja, ja. Sollen wir wieder hingehen? Wir gehen jetzt und geben zurück. Es kurz. Ja, und genau. Vielleicht. Falls ich nicht mehr dabei bin, dann bis später. Nächstes Mal. Ja, vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich verabschiede mich auch noch. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.